Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Paderborn bei der Firma SAR Turbotechnik. Ihr erinnert euch, im letzten Video haben wir diesen krassen Golfprobe gefahren. Mit dem Fünfzylinder-Umbau. Ich wollte einfach noch mal einmal einen kurzen Satz dazu sagen, weil viele von euch einfach kein Verständnis dafür haben, warum man diesen Motor in dieses Auto baut. Ich kann dazu nur sagen, ich persönlich würde es auch machen, weil das ist halt gerade Tuning. Tuning ist, dass die Leute es so bauen, wie sie es gerne hätten. Also, wenn man einen Fünfzylinder in einem Golf R haben will, was es nun mal von VW aus so nicht zu kaufen gab, baut es euch oder lasst es bauen. Das ist Tuning. Genau aus diesem Grund sind wir heute auch hier. Und zwar hat René ja seinen Golf hier umbauen lassen auf den R-Motor. Ich glaube, er ist schon ganz aufgeregt. Übelst. Was heißt aufgeregt? Man muss ja dazu muss man ja gerade sagen, ich betone mal noch, ist das Ding ja erstmal komplett original. Das heißt, jetzt gibt es ja erstmal den Step von GTD auf Benzin. Und dann haben wir ja bekanntlichermaßen eine Basis, wo man perfekt drauf aufbauen kann. Ne? Genau, so sieht's aus. So, René hat schon ein bisschen Geld gespart für die Spritkosten in Zukunft. Jetzt muss man auch dazu sagen, weil viele ja auch, du warst ja den GTD gefahren, weil du anfänglich noch ziemlich viel Kilometer gefahren bist. Ne? Ja, nur für die Arbeit 3000 Kilometer im Monat. Genau, so im Monat. Das heißt, klar, da ist es natürlich schon ein Unterschied, ob man jetzt ein Auto hat, was mit 4, 5, 6 Litern fährt, ne? Ja. Oder mit 7, 8, 9 Liter. Die Zeiten sind aber vorbei. Das heißt, jetzt finde ich, also ich persönlich finde auch, dass das definitiv Sinn macht. Da jetzt fahre ich nämlich, nur noch 12 am Tag. Das ist nämlich eine ähnliche Sache, wie wir eben gerade auch mit dem Golf mit dem R-Motor hatte. Wenn man halt nun mal einen GTD haben möchte mit einem R-Motor, dann lässt man sich den einfach bauen. Warum nicht? So, ne? Solange das alles tüffig, legal und so weiter ist. Who cares? Man darf auch immer nicht vergessen, wenn es solche Umbauten nicht geben würde, würde es auch kein Tuning geben. So, das ist halt einfach Tuning, das darf man immer nicht vergessen. Früher haben die Leute auch Motoren aus dem Golf 2 in den Golf 1 gebaut. Hätte man sich ja auch einfach einen Golf 2 nehmen können mit dem Motor. Nein, man wollte den G60 lieber im Golf 1 haben. War halt damals so, ne? Deswegen meinen vollsten Respekt. Ich werde euch sowas in Zukunft auf jeden Fall auf diesem Channel noch öfter zeigen, weil ich finde nämlich gerade solche Motorumbauten Sachen cool. Genauso, extrem cool, dass das, ihr habt zwar jetzt im Video ein bisschen Verzug drin, weil wir noch ein paar andere Videos zwischenschieben, aber das ging dann doch recht schnell hier, ne? Das, ja, war wirklich schnell. Also ich muss wirklich sagen, top zuverlässig, waren jetzt keine 2 Wochen. Da und muss man dazu sagen, Sascha war 3 Tage noch im Krankenhaus, sonst wäre es noch schneller gegangen. Stimmt. Der war zwischenzeitlich auch im Krankenhaus, zum Glück nichts Ernstes, alles gut gegangen, ihm geht's gut. Und ja... Ich bin gespannt. Wie war die Zeit für dich? Anstrengend. Ich habe gefühlt jeden Tag hier angerufen und gefragt, kann ich abholen? kenne ich von früher. War ich früher auch so, mittlerweile bin ich hier Ruhe in Person, mittlerweile ist mir alles egal. Ja. So. Okay, ich würde sagen, weil es ging doch nicht ganz so glatt und einfach wie im Vorfeld gedacht, aber dazu würde ich sagen, befragen wir die Jungs einfach mal selber. So, René, sieht aus, als wäre da tatsächlich ein Benzinmotor drin. Ja. Was ist das für ein Gefühl jetzt so, wenn du hier so vor deinem Motorraum stehst und da kein Diesel mehr ist? Werden die anderen wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich find's geil. Oder vielleicht habt ihr ihn noch verarscht und das ist einfach nur die Motorabdeckung gewesen. Ja, aber du hast uns ertappt. Verdammt. Wir haben zuerst überlegt, ja. Das wäre auch mal geil, ne? Stell dir mal vor, du steigst ein, fährst los und auf einmal wirklich nur die Abdeckung getauscht. Eigentlich wollten wir ja die Dieselabdeckung wieder oben drauf. Ja, oh, das wäre natürlich... Ja. Dann aber das passt nicht, ne? Nee, aber dann hätte René so richtig doof geguckt, wenn er hier reinkommt und auf einmal doch die Dieselabdeckung drauf gewesen wäre. Das wäre sogar fast noch besser gewesen, stimmt. ja, sieht tatsächlich aus wie original. Was ist das für ein Schlauch? Das ist der Racing Line Ansaugschlauch. Original ist der in Kunststoff relativ dünn gehalten. Würde auch so wieder reinpassen, das wäre kein Problem. Okay, also das war jetzt, der Ansaugschlauch hier war jetzt keine Pflichtmodifikation für den Umbau, sondern macht ihr einfach generell immer. Okay. Die Standardleistung eigentlich überhaupt kein Problem. Luftfilterkasten ist dann jetzt ja auch Golf 7R. Genau. GTI, wie auch immer. Sind die unterschiedlich oder ist das alles gleich? Die sind gleich. Die sind gleich, nur dass man hier nochmal einen Luftmassenmesseransatz hätte. Nur das Oberteil ist anders. Beim GTI oder beim R oder beim Clubsport sind die alle gleich. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier zur Sekunde eigentlich eine komplette Serientechnik, außer Ansaugung und dem Wagner-Laufkühler. Wir haben uns einen schönen Kühler von Wagner bestellt. Aus dem einfachen Grund, sie sind schön verarbeitet, haben TÜV zum Teil und die Passgenauigkeit ist sehr gut. Ne? Also es vereinfacht uns sehr die Arbeit. Software, auch erstmal alles original. Genau.
So, dann kommen wir jetzt nämlich zum wichtigsten Punkt. Ich habe schon gesagt, dass es doch nicht ganz so einfach war alles. Und ihr da ein paar Stunden doch mehr dran gesessen habt. Einfach, ja. Das ist gut. Das heißt, was können wir den Leuten noch so mit auf den Weg geben? Ich meine, wir haben ja relativ viel bei René auf dem Channel. Ich wiederhole es nochmal, weil da ziemlich viele Videos sind. Da seid ihr überall schon mal so ein bisschen drauf eingegangen. Aber es war jetzt dann doch nicht so einfach reinstecken, fertig. Also jemand, der das noch nie gemacht hat, wird auf jeden Fall ein paar... Ja, wobei ich sage sogar, es ist unmöglich. Für einen normalen Mechaniker, der jetzt nicht das Feedback von jemandem hat, der sich mit den Steuergeräten auskennt, ist aufgeschmissen, muss man so sagen. Steuergerät war ein Problem für uns gewesen. Dann, wir hatten ja das Golf 7R Produkt ja so machen wollen, dass wir das Dieselgetriebe fahren. Konnten wir nicht, wir sind damit beim TÜV vorständig gewesen. TÜV sagt, du Leute, läufst du nicht, Dieselgetriebe drin, bitte umbauen auf Clubsport. Ah. Weil Frontantrieb ist Punkt 1, ne? Dadurch durften wir das Schaltgetriebe umbauen. Aber was mit der Übersetzung nicht funktioniert, weil es dann nicht eintragungsfähig ist, weil das Motorkonzept dann nicht zusammenpasst. Die Höchstgeschwindigkeit. Genau, die Höchstgeschwindigkeit weit überschritten werden würde. Ja, ja. Das heißt, ist jetzt aber so, wie hier steht, 100% safe, legal, alles eingetragen? Ja. Selten bei uns auf dem Channel. ja, cool. Achso, der Wagner-Ladeluftkühler war auch mit, der war direkt mit TÜV, ne? Der hat, glaube ich, direkt ABE. Genau, der hat eine ABE. Die muss ich dann auch mitführen, doof gefragt immer? Alles, also es ist, wenn du es in Schein eingetragen hast, mach dir lieber eine Mappe, dass du alles dabei hast, dass der liebe Herr von der Polizei dann sich das auch genauestens durchlesen darf. Okay. Ja, wir müssen aber trotzdem nochmal auf den Punkt Steuergerät eingehen. Wer hat das bei euch gemacht? Das hat Marcel alles wahrscheinlich gemacht. Genau, Marcel Temprage von der Firma MTR, der diese, also ich sage immer, für mich ist er in dem Sinne Steuergeräte Übermann, was diese TFC-Sachen angeht. Da ist er ziemlich im Bilde, kennt die Tiefenstruktur. Und er weiß, wenn wir jetzt sagen, wir haben dies und dies Problem, wir haben jetzt, was weiß ich, lass es eine blöde Kommunikation zwischen den Steuergeräten sein. Er liest sich den Fehler durch, findet dafür eine Lösung und ist auch in dem Zeitpunkt für uns da und hilft uns sofort. Ne? Ja. Das heißt, für den Zuschauer kann man so ungefähr sagen, das Schwierige war, den einzelnen Steuergeräten beizubringen, wie sie jetzt miteinander sprechen. Genau. Man hat ja ein Grundsteuergerät, das war ein 2 Liter TFSI aus einem Golf 7R, ist schon mal Allrad. Karosse ist aber Frontantrieb. Dann musst du dem Motorsteuergerät natürlich sagen, du hör zu, ich habe noch andere Steuergeräte, muss ich erzählen, ich bin ein Frontantrieb. Ja. Und das sind halt so die Lösungen, die er dann für uns passend hat. Das waren auch genau die Sachen, die ich René im Vorfeld noch gesagt habe, dass ich auch der Meinung war, dass es schwierig sein im ganzen Umbau wird, dass das am Ende wirklich fehlerfrei alles hier steht, so ungefähr. Ne? Ja, wir hatten die Hardware-Umbaugeschichte, die war in knapp 4 Tagen erledigt. Und den Rest der Zeit haben wir uns damit beschäftigt, die Kommunikation im Fahrzeug fehlerfrei hinzubekommen, was die Wegfahrsperre angeht, was Kommunikation zum ABS-Steuergerät angeht, was das ACC angeht und alle Systeme im Gesamtpaket. Das heißt, alles wie vorher? Alles serienfunktionstüchtig, ja. Das heißt, wir könnten jetzt Laptop anschließen, keine Fehler? Ja. Also selten bei so einem Auto auf jeden Fall. Ja. Weil irgendwas schleicht sich da ja meistens immer so ein bisschen so ein. Ne? Ja. Krass, okay. Mich hat es auf jeden Fall überzeugt. Ich bin gespannt, was René so zur ersten Testfahrt sagt. Ja, ich bin auch gespannt, was ich sagen werde. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Hardware-mäßig? Ja, die Kupplung, ne? Ist Sachs-Kupplung. Sachs-Kupplung, okay. Man fängt nicht an, schraubt eine Schraube komplett rein, sondern man macht jede Mal Überkreuz. Ne? Jedes Mal ein bisschen was anziehen, bis man nachher volle Anlage erreicht hat. Das fand ich sehr interessant. Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, welche Kupplung wir einbauen und so weiter. Ich habe selber gleich gesagt, GTD-Kupplung raus. Selber auch gar nicht so drüber nachgedacht, aber einige haben ja geschrieben, dass die GTD-Kupplung sogar mehr kann als die GTI-Kupplung. Die Kupplungsvarianten GTD und Golf 7R sind schon mal baugleich. Ne? Bis auf das Schwungrad, das ist halt, GTD hat 6 Loch und der Golf 7R ist 8 Loch Schwungrad. Das wäre die Sache, die wir tauschen mussten, aber das hatten wir ja schon mal in einem Video erwähnt. Ah, okay. Das heißt aber, die eigentliche Kupplung kann wahrscheinlich das gleiche übertragen. Ja. Okay. Wir wollten ja hier eine Grundbasis für eventuelle Mehrleistung schaffen, deswegen haben wir gleich die Verstärkte reingebaut. Für deinen schweren rechten und linken Fußgold. Genau. Wie fährt die sich so? Ist das noch irgendwie? Die fährt sich prinzipiell serienmäßig vom Anfang her. Wie aber auch beim Schalten, was man hat, ist ein etwas höheren Pedaldruck. Ne? Hätte man
aber nicht besser lösen können, jetzt so, dass man den Komfort beibehält. Ne? Ja, man wollte ja die Getriebegeräusche nicht dabei haben, wenn man auf einem Masse umbaut. Ja. War zumindest René sein Wunsch gewesen. Und mit so einer Zwei-Massen-Geschichte, mit einer versteckten Druckplatte und einer versteckten Scheibe ist einfach eine sehr gute Lösung. Also nach dem Beintraining auf jeden Fall erstmal nicht Autofahren. Ach, so schlimm nicht, aber so ähnlich. Das ist schon glaube ich, die beste Lösung, ja, die man da so wählen kann. Wie ist so eure Empfehlung, was jetzt diesen Motor angeht, wie man jetzt leistungsmäßig weitermachen kann? Die erste Variante ist halt immer nur die Softwareoptimierung. Mhm. Gibt es sowas, muss ich gleich unterbrechen, gibt es sowas mit TÜV? Ja. Mhm. Gibt es sogar mit TÜV? Gibt es mit TÜV. Wo kommt man dann so hin leistungsmäßig? 350 bis maximal 360 PS. Immerhin schon. Also mit Serienabgasanlage, ja, ja, wenn man wirklich nur die Software macht. Ja, ja. Ladeluftkühler ist ja jetzt schon drin, ja, da braucht man ja jetzt erstmal nicht dran. Mhm. Aber so 350, 360 PS sind realistisch. Mhm. Also ist René nächste Woche wieder auf Mo. Wir stehen auf der Rolle. Auto kriegt heute mehr Leistung. Das ist gut möglich. Ja. Mit der Leistung ist es immer so. Ja, ja, kann klar, nie genug haben. Man gewöhnt sich so schnell dran. Ja. Okay, und dann geht es wahrscheinlich weiter irgendwann Turbola. Dann, also der Original-Turbolader kann 410 PS. Mhm. Oh, doch, so viel schon. Okay. Ja, das ist so das Maximum. Ja, das ist aber schon weit Maximum. Ja. Ja. Ihr seid das Auto schon gefahren? Auch noch gar nicht so viel. Wie ist das so mit Frontantrieb bisher? Leistung ist schon relativ hoch für Frontantrieb. Ja. Also, aber gut, aber fair. Diesel. Echt? Jetzt nur bei, ich sag mal, für euch kleiner PS ist das echt schon schlimm? In niedrigen Geschwindigkeiten. Ja. Weil der Clubsport hat ja auch die Leistung ungefähr und das ist ja auch nur Frontantrieb. Wir sind so allradverwöhnt, dass, jedes bisschen Traktionsverlust eigentlich schon zu viel ist. Okay. Das habe ich auch wieder gemerkt bei der Fahrt mit dem 5-Zylinder-Golf. Ist halt krass, wie das Ding wirklich zweite Gang hat, dann schon wieder volle Traktion hat. Ne? Ja. Wobei ich persönlich, wenn man viel Allrad fährt, finde ich das Frontantrieb mit Leistung fahren dann doch immer wieder ganz witzig. Es ist wesentlich mehr Spaß. Genau, es fühlt sich... Es ist zwar sinnlos, aber es macht dann irgendwie Bock. Ne? Ja. Es ist dann irgendwie schon cool, wenn das Ding bei 80 oder so vorne einfach nochmal durchdreht. Ne? Ja. Ich habe schon mal ein paar neue Reifen bestellt. Ja. Die Frage ist, ob zwei oder vier gleich. Ja, cool. Mich hat es auf jeden Fall überzeugt. Ich finde es krass, wie schnell und cool und zuverlässig ihr das Ganze umgesetzt habt. Wir haben uns noch so ein paar neue Sachen überlegt, die wir in Zukunft auf jeden Fall auch mal angehen können. Habt da so ein paar Ideen bekommen. Und jetzt bin ich am Ende mal gespannt, was René zu dem Ganzen sagt. Ich auch. Ja, wir besonders. Ich würde sagen, vielen Dank und Action. So, jetzt gibt es mal Rollenwechsel. Diesmal probiere zu filmen und der Herr neben mir fährt hier. Wir haben ja zum Glück noch hier eine Legria und da noch eine GoPro. GoPro, deswegen denke ich auch mal, das wird schon klappen. Ja, wir sind beide gespannt, wie das Ganze so fährt. Auf jeden Fall akustisch noch recht leise, würde ich mal sagen. Ne? Ja, doch eigentlich sogar zu leise. Wie fährt sich die Kupplung? Kupplung fährt sich gut, ist ein bisschen schwieriger zu treten, als ich es halt vorher gewohnt war. Aber also ist schon schwerer zu treten? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Willst du fest? Muss ich mir echt schon festhalten? Ja, weiß ich nicht. Fast wie das Geräusch von einem Vierzylinder vergessen. Bremse drauf, aber ich habe gerade zum Beispiel gemerkt, dass ich die, glaube ich, doch nochmal tauschen möchte. Weil? Ich kenne es von deinem Kombi, dass eine Bremse wirklich bremsen kann und hier muss ich schon mit ein bisschen Quälen reintreten, dass man steht. Okay, ist halt natürlich auch Keramik, ne? Davon immer nicht vergessen. Ja, aber es sollte doch auf jeden Fall
bessere Bremse, glaube ich schon, dass es eine bessere Bremse geben. Ja, klar. Was hast du jetzt gerade so gefühlt? Also war das für dich? Also ich wollte gerade nachfragen, für dich muss das jetzt ja theoretisch gefühlt... Ist brutal. Genau, weil du ja auch viel weiter so jetzt drehen kannst, weißt du? So, sonst den Diesel hast du immer so 2000 Drehungen gehabt, vielleicht 3000, jetzt kannst du ja wirklich von 3 bis 7,5 reintreten. Ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, fährt richtig schön, hat wirklich Power satt aus Drehzahlkeller bis zum Ende. Ich denke mal auch, dass man den Diesel da definitiv nicht vermisst, oder? Nee, ich hätte mich gefreut, wenn man den Diesel auf Leistung gebracht hätte, aber ich bin überglücklich, dass ich das so gemacht habe, wie wir uns jetzt gemacht haben. Weil der Diesel wird ja schon nochmal, ich sag jetzt mal 1000 Drehungen früher gekommen sein, ne? So in dem Bereich. Mhm. So, aber ich denke mal auch, da kann man dann bei der Leistung schnell drauf verzichten, ne? Ja. Weil wenn man erstmal immer einmal so ein bisschen auf Drehzahl fährt, dann braucht man gar nicht mehr unbedingt immer so dieses früher ansprechen, ne? Ja. Ja, cool. Ich muss auch sagen, ich bin begeistert. Kann man jetzt definitiv drauf aufbauen. Ja. Hast du ja erstmal ein bisschen was zum Rumbraten. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.